Hier, mach mal hier gleich noch mal. Ach so, der Onbu-Katapulter hat keine Angestellten. Ah, wir können nichts mehr machen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu The Wandering Village in der Early Access. Der Onbu schläft gerade. Er schläft genau neben seinem Futter, oder? Wir sind genau an so einem Futterpunkt gerade auf der Map. Ich habe gerade neu geladen und erstaunlicherweise ist mir aufgefallen, dass wenn ich neu lade, der Onbu in die falsche Richtung ausgerichtet ist auf der Karte. Also entweder ist das jetzt ein Fehler, dass der da jetzt in die andere Richtung schaut, wo wir schon lang gegangen sind, oder der dreht sich gleich nochmal um und geht dann in die andere Richtung. Also keine Ahnung. Oder er geht wirklich da lang jetzt. Wir werden es sehen, wenn er gleich aufwacht. Wird auf jeden Fall spannend. Genau, wir haben auch jetzt einen zweiten Kundschafter am Start. Ihr seht, ich bin gerade am Erkunden von den Dünen, von der Oase. Und hier unten ist sogar nochmal eine Ruine. Da können wir gleich auch nochmal hingehen. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns The Wandering Village reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder auch am Ende. Und ihr könnt natürlich selbstverständlich gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, wie toll ihr das hier alles findet. Er schläft mit dem Kopf in die andere Richtung, vielleicht deswegen. Meinst du, dass es daran liegt? Aber ich meine nicht, dass das vorher so war. Also vorher hat er ja auch den Kopf in die andere Richtung ausgerichtet. Da war das auf der Map nicht gedreht. Ist schon ein bisschen komisch. Ist schon irgendwie ein bisschen abnormal, wenn ihr mich fragt. So, eine Expedition ist wieder da. Dann schickt man jetzt den Kundschafter noch schnell zu der Ruine hier, weil wir müssen unbedingt mehr Forschungspunkte noch bekommen, sonst können wir nämlich nicht weiter forschen. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir brauchen als nächstes nämlich... Was brauchten wir denn? Wir brauchten irgendwas Wichtiges. Die Schmelze, genau, Schmelzöfen. Bist du sicher, dass du Schmelzofen... Nein, will ich nicht abbrechen. Der soll ruhig erforschen, aber der kann auch nicht erforschen, weil wir gerade null Wissen haben. Wir wissen quasi gerade gar nichts und das heißt, das ist schlecht, wenn wir null Wissen haben. Da müssen wir noch ein bisschen warten, ein bisschen Geduld haben. So, was ist hier? Die Küche. Ah, Polenta, genau. Warte mal, was pflanzen wir denn hier gerade an? Mais. Ah, okay, ja. Dann. Wir sind ja gerade in der Wüste, genau. Nee, das ist schon alles richtig so. Mais soll ruhig gekocht werden. Hier werden die Beeren gekocht. Verarbeitet zu Beerenmüsli. Das ist schon mal gut. Hier gibt es auch zwei Bärensammler, das ist auch gut. Und ja, Essen müsste eigentlich reinkommen. Obwohl, nee, geht eigentlich runter tatsächlich gerade. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt kann sein, dass wir so viele Leute gerade in der Stadt haben, dass wir nicht genug Essen produzieren tatsächlich. Die Mühle steht auch gerade still. Die Bäckerei auch. Aber da sind auch Brote drin auf jeden Fall. Also, da geht noch was. Da scheint ordentlich was zusammenzukommen an Broten. Jetzt kommt gerade kein Mehl rein. Wie gut wächst denn der Weizen in der Wüste? Der ist eigentlich genau im Sweet Spot. Guckt mal, was die Temperatur angeht zumindest, ist er genau da, wo er sein soll eigentlich. Der Weizen. Also von da scheint er eine Pflanze zu sein, die eher im heißen... Ist es nicht eigentlich unlogisch? Weizen, der eher im heißen Biom wächst? Wir sind doch... Wir sind in der Wüste, oder? Ach nee, sind wir nicht. Guck mal. Wir sind noch nicht in der Wüste. Stimmt, nee, wir sind ja noch im grünen Bereich. Wir kommen ja erst in die Wüste. Okay, das ist natürlich dann so eine Sache. Da müssen wir mal gucken, was dann mit dem Weizen ist. Wenn wir dann so weit sind. Kundschafter sind zurückgekehrt. Sie haben 28 Sand mitgebracht. Da müssen wir auch mal gucken, was mit dem Sand ist. Oh, was ist mit ihm hier? Er ist vergiftet. Warte mal, wir müssen mal den Arzt... Der Arzt ist eigentlich aktiv. Schwer vergiftet sogar. Oh, ich habe ja die Allerz noch an, Mensch. Wie ist das denn passiert? Was ist denn hier mit unserem Arzt? Ist ja auch irgendwie mal am Arbeiten oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Arzt kommt nicht mehr hinterher mit den ganzen Vergifteten. Was ich von dem Game bis jetzt halte, wie gesagt, ich finde es sehr gut. Ich finde es sehr stilsicher, also einen starken Stil hat das Spiel. Und es hat auch ein sehr geradliniges Gameplay, aber für ein Aufbauspiel durch diese verschiedenen Ebenen, in denen man da interagieren kann, ist es schon eine ziemlich komplexe Sache dann auch wieder. Also, dass man halt diesen Onbu pflegen muss, die Kreatur, auf der man die Stadt gebaut hat, was sich dann wieder auf die Stadt auswirkt und so. Also, ist schon dieses Verschachtelte, ne, aus den verschiedenen Ebenen und auch die Wegstrecke, die man läuft mit dem Onbu, wirkt sich auch wieder aus. Ich finde diese ganzen Sachen, die sich so aufeinander auswirken, die finde ich schon ziemlich nice. Das ist ein sehr abwechslungsreiches Gameplay.
obwohl der Aufbaupart an sich jetzt relativ ja normal abläuft, also der ist relativ ja fast schon unspektakulär eigentlich, würde ich sagen. Also dieses Aufbauen der Häuser und so, das kennt man jetzt schon aus verschiedenen anderen Spielen, das ist jetzt nichts Herausragendes, ja, das muss man schon sagen, aber diese Kombination aus den verschiedenen Ebenen mit dem Onbu, mit der Stadt und dann mit der Weltkarte noch, das macht es halt so was Besonderem, ne, das ist halt, das zeigt eben, es muss nicht immer dieses hochkomplexe Gameplay sein, es reicht schon, wenn du verschiedene Ebenen von relativ einfachen Mechanismen kombinierst und die aufeinander sich auswirken lässt und dann hast du schon ein spannendes Gameplay. Du brauchst gar nicht immer dieses, ja, jetzt hier noch 3 Millionen Varianten davon und 3 Milliarden Gebäude hiervon und dann hast du da noch zig x Möglichkeiten, was zu erforschen oder so. Das brauchst du nicht zwangsläufig, ja. Du kannst auch ein spannendes Gameplay erzeugen mit 3 einfachen Ebenen, die sich untereinander gegenseitig bedingen und beeinflussen. Schon ziemlich geil. Beim Steinmetz sind wieder keine Steine. Naja, vor allem haben wir gerade megamäßig viel Gift gerade am Start. Weil einfach der Giftfaktor gerade hoch ist. Wir müssen sogar den Onbu entgiften. Ich gebe dem Onbu mal gleich ein Gegengift. Weil der hat nämlich auch hier schon ganz schön viel. Der hat schon fast ein Viertel an Gift. Und meine Leute kommen irgendwie auch nicht mehr mit der Entgiftung so richtig hinterher. Mein Arzt, der hat auch keine Kräuter mehr tatsächlich. Ich glaube, der Onbu, der muss mal weiterlaufen. Das wäre mal ganz praktisch. Können wir den aufwecken? Warte mal, wir müssen mal gucken. Können wir den aufwecken? Weil irgendwie habe ich gerade... Er schläft halt noch sehr lange. Ich sag mal... Geh. Ich befehle ihm mal jetzt aufzustehen und zu gehen. Und dann füttere ich ihn auch gleich, dass er nicht die vergifteten Dinger da isst. Jawohl, er läuft. Aber ich kann ihn nicht füttern. Warum nicht? Es sind nicht alle Bedingungen erfüllt. Okay, Platz. Ah, ach so, ich muss erstmal abwarten wahrscheinlich, bis das mit dem Entgiften fertig ist, wa? Onbu geht, okay. Oh, das ist schon mal gut. Hauptsache erstmal weg von diesem giftigen Bereich, dass wir erstmal nicht uns weiter vergiften. Das meine ich halt, ja? Also auch wo der sich hinlegt, ist dann halt eine ziemlich wichtige Geschichte. Der frisst jetzt, wa? Ja. Ich hoffe, das ist nicht vergiftet. Aber der Giftlevel ist eigentlich niedrig, von daher... Wir müssten jetzt hier in der Siedlung eigentlich auch... ein bisschen weniger Giftbelastung haben. Gut, dass ich schon die Häuser alle umgebaut habe. Ah, das ist hier, sind halt jetzt alle ganz schön vergiftet hier, ne? Das ist halt... Aber, ja. Mein Arzt hat halt keine Kräuter mehr. Jetzt gebt dem Arzt doch mal Kräuter. Der Arzt braucht Kräuter. Gebt ihm doch mal was. Mann. Und hier hungern sie gerade schon. Das ist alles gerade ganz schön prekär wieder hier. Oh, guck mal, wie viele da vergiftet sind. Ich sehe nur rote Bläschen-Symbole über den Köpfen. Onbu, jetzt geh mal raus aus dem Giftbereich, bitte. Geh mal weiter, bitte. Ich habe gerade ein bisschen Angst um meine Siedler. Ah, meine Maispflanzen wachsen nicht, weil wir ja immer noch im grünen Bereich hier sind. Stimmt, deswegen haben wir auch gerade ein Nahrungsproblem. Der Onbu hat ganz ungünstig geparkt. Also vom Timing her war das sehr ungünstig. Das ist auch so ein Ding. Timing spielt eigentlich in dem Spiel auch eine nicht unerhebliche Rolle, ja? Wenn der zum Beispiel Rast macht an einer Stelle wie gerade eben, wo die Giftbelastung hoch ist und wo dann auch noch das Biom nicht passt für die Pflanzen, ja, dann hast du halt echt ein Problem, so auch mit Nahrung und vielen anderen Dingen. Dann kann das ganz schnell ganz schön übel werden tatsächlich. Aber ich werde hier jetzt nochmal Felder hinzufügen tatsächlich. Hier am Rand so, weil da können wir noch ein bisschen was einpflanzen, würde ich sagen. Und warte, hier unten geht auch noch was tatsächlich. So, dann können die da unten nämlich noch die Felder bewirtschaften. Gott, es geht alles nach unten, es geht alles gen Süden. Gottes Willen, und mein Arzt kriegt irgendwie keine Kräuter. Ach doch, jetzt kriegt er mal wieder welche. Gott sei Dank. Und gleich wieder verbraucht direkt. Gleich wieder weggesnackt. Das ist unglaublich. Wie schnell das plötzlich völlig eskaliert, ey. Ich bin gespannt, ob wir jetzt Tote kriegen dadurch. Die schwer vergiftet sind, das sind immerhin hier 4 Leute, wenn ich das richtig sehe, die könnten tatsächlich sterben jetzt. Aber die sind auch alle irgendwie untätig.
Die stehen auch alle irgendwie so rum. So, jetzt sind wir in Hitzebereich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Jo. Ich mach mal wieder die Geschwindigkeit ein bisschen höher jetzt, damit wir wieder ein bisschen schneller vorankommen. Ich beende das immer mit der schnellen Geschwindigkeit am Ende einer Episode, damit ich nicht dann beim Anfang, wenn ich dann Anmoderation und so mache, dass dann so viel passiert, ohne dass ich das erklären kann. Deswegen mache ich das immer ein bisschen langsamer am Anfang. Und am Ende halt. Ganz wichtig. Kundschaften. So, jetzt kriegen wir gleich wieder einen Punkt. Wir brauchen 2 Forschungspunkte. 2 Wissenschaftspunkte brauchen wir. Wissenschaft, genau. Sehr gut. So, jetzt machen wir hier Kundschafter hin, hier Kundschafter. Und dann hoffen wir, dass wir noch hier am Horizont irgendwo noch eine Ruine finden. Das wäre ganz praktisch. So, jetzt müsste der Mais eigentlich wachsen. Ja, der Mais. Wobei, es ist gerade glühend. Da wächst der Mais natürlich jetzt auch nicht. Aber wir kriegen über die Kakteen immerhin Wasser. Das ist schon mal gut. Ja, wir sind gerade in der Hitzewelle. Da drüben gibt es eine Oase auch. Was macht jetzt eigentlich der Weizen? Das rosafarbene Biom ist, glaube ich, so eine Art Schneebiom. Da schneit es ab und zu auch mal. Das ist ein bisschen kälter alles. So, der Weizen, der Weizen, der Weizen. Oh, der Weizen ist gar nicht mehr am Start jetzt hier. Wächst der überhaupt jetzt so? Glühend. Ich glaube, der wächst nicht. Guck mal, der wächst wirklich nur in dem grünen Bereich. Also haben wir jetzt kein Brot. Na toll. Kein Wunder, dass Essen runtergeht. Okay, warte kurz. Vielleicht müssen wir doch nochmal irgendwie hier einen Bärensammler noch hinstellen. Hier sind doch recht viele Bären noch, die man ganz gut noch benutzen kann eigentlich. Weil ich glaube, wir kriegen sonst einfach nicht genug Essen tatsächlich. Wie sieht es denn hier aus? Ja, guck mal, die Suppenküche, Bärenmüsli-Küche, die kommt gerade so nach hier. Aber der fehlt ab und zu auch mal ein bisschen das Zeug. Dürr ist es jetzt, okay. Ach, der Onbu schläft jetzt erstmal eine Runde. Okay. Dann soll er halt mal schlafen. Leider ist keine Ruine zu sehen. Also keine Ruine, die Wissenschaft bringt. Giftbelastung ist jetzt nicht mehr am Start. Das müsste eigentlich auch so eine Art Entgiftungseffekt haben, wenn die Leute nicht mehr noch mehr Gift aufnehmen in sich. Müsste das eigentlich dafür sorgen, dass es ihnen besser geht normalerweise. Gibt es denn noch verschiedene Zeitalter? Nein. Also es gibt halt verschiedene wissenschaftliche Stufen, in dem Sinne, dass du halt im Forschungsbaum weiter nach unten kommst. Aber irgendwann ist da halt auch Ende, ja. Irgendwann bist du da dann angekommen am Ende und dann geht's halt nicht mehr weiter. Ich schätze mal, da werden bestimmt noch weitere Forschungen dazukommen. In Zukunft halt. Es ist ein Early Access-Spiel, da kann man schon mit rechnen, dass das passieren wird, dass da noch mehr kommt. Aber ja, momentan geht's halt nur bis dahin. Das kann man jetzt aber, glaube ich, nicht wirklich als Zeitalter klassifizieren. Also ja, könnte man theoretisch, aber das wird nicht offiziell als Zeitalter ausgewiesen oder so. Also es ist einfach, du hast dann halt das erforscht und dann ist es da halt, ne? Dann bist du halt auf der Stufe dann. Ich dachte, man kann Tokio auf seinem Rücken bauen. Du meinst, dass das dann irgendwann so moderne Hochhäuser wären und so? Das wäre natürlich witzig, ja? Wenn das gehen würde, aber leider geht das nicht. Also zumindest wüsste ich nicht, dass es geht. Mit Hochhäusern. Also, die Häuser, es ist nicht so, dass die immer gleich bleiben. Also, irgendwann hast du natürlich auch fortgeschrittenere Häuser, ne? Aber das geht hier, wenn wir uns das angucken, bis hier zum Häuschen, ja? Also, ich meine, gut, das sieht jetzt nicht gerade Tokio-mäßig aus, ja? Muss man dazu mal auch sagen. Aber, ja, es gibt schon einen gewissen Baufortschritt auch. Allerdings glaube ich, die Häuser nehmen auch immer mehr Platz weg, je größer sie halt, also je fortschrittlicher sie halt sind. Also ich glaube, die nächsten Häuser nehmen dann nochmal ein bisschen mehr Fläche weg als die Häuser hier. Und die Häuser brauchen ja auch schon doppelt so viel Fläche wie so ein Zelt. Also das ist dann etwas, das muss man dann berücksichtigen halt auch. Weil Fläche, ich meine, ist begrenzt, ne? Guck mal, wir haben jetzt schon einen ganz schön großen Anteil der Fläche belegt. Tatsächlich. Und wir müssen ja auch diese Bevölkerung, die dann so krass wächst, die müssen wir ja dann auch versorgen, ne? Die Bevölkerung wächst aber aktuell auch nur durch Zuwanderung. Also da gibt es keine Geburtenrate oder so. Ja, ich meine, man könnte nach Norden gehen. Auf der anderen Seite, hier könnten natürlich auch noch interessante Sachen sein. Ich warte mal so lange, bis meine Kundschafter fertig sind. Erwartet Entscheidung. Ausgetrocknete Oase. Ach, da müssen wir dem Flussbett wieder folgen. Warte, machen wir das mal. Egal wie weit sie dem Flussbett folgen, sie können nichts finden. Verdammt. Okay, ungünstig. Ah, das kann also auch schief gehen, dieses Zufallsereignis. Wahrscheinlich so eine 50-50-Chance, ob es klappt.
Kundschafter sind mit leeren Händen zurückgekehrt. Ärgerlich, ärgerlich. Sehr ärgerlich, wenn ich das mal sagen darf. Na, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, hier zu den Felsen zu gehen. Davon haben wir eigentlich genug erstmal. Soweit. Solange wir auf dem Onbu noch so viel Zeug haben, gibt es eigentlich keinen Grund, da jetzt zu den Felsen zu laufen. Auch bei den Dünen finden wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so viele spannende Sachen. Von daher, ja, müssen wir ein bisschen Geduld haben, bis da mal wieder eine Ruine auftaucht. 15 Eisenerz. Ja, das ist schön, dass wir so viel Eisenerz bekommen aus diesen Bergwerken. Das Problem ist halt, wir müssen mal eigentlich dringend eine Schmelze bekommen. Oh, guck mal, wenn wir geradeaus weitergehen, da wird es dann wieder grün. Da müssen wir dann wieder alles umstellen. Ich glaube, ich wäre jetzt einfach mal für Süden. Warum kommt keine Abstimmung? Ah, kann das sein, dass ich das wieder aktivieren muss? Nach jeder... Okay, es ist eine neue Session. Ich hatte das Spiel und den Stream zwischendurch ausgemacht. Es sieht wohl so aus, als gibt's keine Abstimmung. Das heißt, ich muss das jedes Mal, bevor ich anfange zu streamen, wieder neu einstellen. Okay, alles klar. Gut zu wissen, das wusste ich nicht. Ich dachte, das bleibt aktiv. Aber so ist es besser als wie bei Cult of the Lamb, wo das dann irgendwie permanent, das Totem immer aktiv ist, egal was ich streame. Also von daher... Oh, warte mal, Onbu musste mal. Nein, das habe ich jetzt wieder verpasst. Ich habe es schon wieder verpasst. Wie er sich erleichtert hat. Ich verpasse das irgendwie immer. Unglaublich. Naja, egal. Schiebung, ja. Das, ich gehe gleich nochmal ins Hauptmenü nach der Episode und dann aktivieren wir das mal nochmal. Ich dachte, das bleibt aktiviert. Ich dachte, das ist immer an. Weil ich es ja quasi verknüpft hatte mit Twitch. Aber okay. Hat das wohl wieder deaktiviert nach der Session, nach der letzten. Da siehst du eh nichts, wenn er am Drücken ist. Echt? Das ist schade. Da fehlt doch noch die Animation anscheinend. Naja, mal gucken. Vielleicht kommt da ja nochmal irgendwann eine lustige Animation. Wäre schon schön, wenn er da so Geräusche machen würde. So. Und dann so ein. Ja, genau solche Geräusche, Onbu. Du hast das schon ganz gut gemacht. So. Was ist hier für ein Problem? Kein Platz zum Anpflanzen. Wachsen die gerade nicht? Ah, die wachsen gerade. Okay, die Kräuter wachsen nicht, wenn... Warte mal, dann warte. Mach mal das Feld noch größer. Müssen wir jetzt mal machen. Wir müssen mal das Feld für die Kräuter größer machen, damit die da mehr machen. Ja, okay. Ich lasse die jetzt mal den Onbu-Stachel entfernen, ja? Also, damit wir da mehr Platz für unsere Kräuter haben. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Wenn das für Onbu natürlich unangenehm ist. Aber so ist das. Wir können ihn ja dann heilen. Oh, er verliert Leben. Warum verliert er Leben? Ich fütter ihn mal schnell. Onbu füttern. Warum verliert er denn jetzt Leben? Das verstehe ich nicht. Ein Abschnitt mit brennend heißem Sand, der so schnell wie möglich überquert werden sollte. Ah! Das ist der Sand, der so heiß ist. Okay, warte. Lauf. Onbu akzeptiert deinen Befehl. Lauf, Onbu, lauf. Der Sand ist heiß. Hä, müssten wir jetzt nicht eigentlich schon längst in dem grünen Bereich ankommen? Ah, jetzt kommen wir im grünen Bereich an. Okay. Sehr gut. So, warte. Da müssen wir jetzt... Sieht man eigentlich die Leute, wenn sie da unten stehen? Jetzt sind wir im grünen Bereich. Jetzt sind wir... Okay, jetzt kannst du wieder normal laufen. Nice, okay. Jetzt müssen wir Onbu heilen. Warte, da müssen wir gucken. Wir müssen den ein Heilmittel geben. Damit der Onbu wieder Leben kriegt. Verliert trotzdem immer noch Leben. Komisch, komisch. Onbu knurrt unglücklich, da es spürt, dass sein Stachel herausgerissen wird. Ja, das tut mir leid. Ach so, das ist wegen dem Stachel. Ja, das tut mir leid. Ich brauche Platz für meinen Kram. Ich nehme die jetzt noch auf, die Nasen hier. Drei Leute, okay. Dann sind wir jetzt einen drüber über... Ah, nee, es passt genau. Guck mal. Jetzt sind wir komplett voll. Dann baue ich jetzt schon mal noch ein Haus. So, Onbu wird ja jetzt geheilt. Und dann können wir ihn gleich auch nochmal streicheln eigentlich. Mehr Leute für die Felder. Sind da nicht theoretisch schon... Da sind schon alle drin. Ja, die sind schon Maximum ausgelastet hier.
Ah, nee, hier Battle beim Bauernhof tatsächlich noch nicht. Aber ist auch keiner untätig, das ist ein bisschen das Problem. Wir haben immer noch nicht genug Leute, um die ganzen Arbeitskräfte auszufüllen. So, jetzt ist er wieder voll aufgeheilt, der Ombu. Und jetzt, warte mal, jetzt machen wir noch mal eine Streichelaktion. Damit er sich ein bisschen liebkost fühlt, ne? Damit er uns ein bisschen mehr vertraut. Weil ich glaube, das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Oh, hier ist wieder ein bisschen mehr Gift am Start. So, aber wir müssten eigentlich jetzt mehr Kräuter kriegen normalerweise. Naja, müssen wir mal gucken. Wie schaut es denn auf der Karte aus? Da ist eine Siedlung. Lass mal da hingehen. Was ist denn das hier? Steinbruch. Ein vergifteter Steinbruch? Oder überschneidet es sich einfach nur mit der Wolke? Ich glaube, das überschneidet sich gerade einfach noch ein bisschen unglücklich mit der Wolke. Der erste Stachel war bestimmt der Anfang vom Ende. Ich hatte schon ganz am Anfang einen Stachel entfernt. Und hier haben wir auch einen Stachel entfernt zwischen den Häusern. Also so schlimm ist das nicht. Man muss einfach nur genug Zeit geben dem Ombu zwischendrin. Zwischen den Phasen, wo er halt... Also wo man halt dann... Ne, dass er sich halt wieder davon regenerieren kann. Das ist eigentlich alles so. Und dann kannst du auch die Stacheln entfernen. Und musst halt zwischendurch auch das Vertrauen aufbauen. Genau, indem du ihn einfach ein bisschen tätschelst zum Beispiel. Hütte wurde errichtet, Ombu wedelt mit dem Schwanz. Genau, dann vergisst er das ganz schnell wieder eigentlich. Also du kannst seinen Rücken komplett wahrscheinlich auch entfernen von Stacheln. Du musst halt nur genug Abstand lassen zeitlich, damit er sich gesundheitsmäßig erholen kann und das Vertrauen sich wieder aufbaut. Guck mal, das ist ja im Endeffekt auch bei einem Hund so. Oder bei einem normalen Tier halt auch. Das muss ja auch zum Beispiel die Krallen geschnitten kriegen. Oder ein Elefant, da musst du auch vorne die Nägel halt lackieren, hätte ich beinahe gesagt. Da musst du auch die Nägel abschleifen und sowas. Ja, sonst wachsen die ja viel zu lang, weil die ja die nicht abnutzen und so. Und das ist ja genau dasselbe eigentlich. Das ist halt einfach Kosmetik so. Klar sind die dann in dem Moment angefressen, wenn das passiert, wenn du das machst, aber tendenziell werden sie dir dankbar sein, dass du das machst, weil das halt irgendwann auch einfach zu viel wird. Da wachsen bestimmt auch neue Stacheln nach. Das kann gut sein. Die Frage ist nur, wo wachsen die eigentlich? Also ich habe es noch nicht beobachtet, dass da welche nachwachsen. So, jetzt gucken wir mal auf die Garde. Oh, Ombu ist müde. Vielleicht sollte er lieber hier schlafen, wo es Gift... Obwohl, nee, das ist jetzt ein ganz schlechtes Timing. Da kommt nämlich die Giftwolke gerade. Können wir zufällig... Warte, was ist da los? Siedler, nimm sie auf. Nee, ich schicke die diesmal weg tatsächlich. Die bleiben zurück, genau. Warte mal, ich will gerne mal sagen, lauf. Müssen wir mal schnell machen, damit er nicht in der Giftwolke jetzt liegen bleibt und schläft. Das wäre nämlich sehr ungünstig. Ombu geht, okay. Da hat er nochmal ganz kurz Gas gegeben. Hat das gereicht? Ja, es könnte ganz leicht, ganz knapp könnte es ausgereicht haben, dass wir an der Giftwolke vorbeikommen. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, es hat gereicht. Nee, hat nicht erreicht. Giftbelastung ist hoch. Okay, dann müssen wir jetzt mal den Dekontaminator wieder aktivieren. Glaube ich, oder? Also ich sehe hier die Giftwolke noch nicht. Ich sehe nur, dass die Belastung hoch ist. Das ist natürlich ungünstig. Jetzt, wo wir immer noch nicht genug Kräuter haben, dann müssen die sich ja alle wieder entgiften, die ganzen Leute. Ja, hier sind sie schon wieder vergiftet. Ich wette, die sterben jetzt. Also ich wette, wir kriegen jetzt ein Problem. Warum schläft der denn eigentlich immer da, wo es so giftig ist? Ist der irgendwie... Hat der irgendwie, das Bedürfnis zu sterben irgendwie, oder was? Oh, was ist denn das hier, Alter? Giftwald. Ein Wald voller befallener Pflanzen. Erhöht die Giftigkeitsstufe und lässt giftige Pflanzen auf Onbus Rücken wachsen. Nee, da gehen wir mal hier lang, würde ich sagen. Da lang. Gut, dass ihr jetzt nicht... Gut, dass ihr jetzt nicht abstimmen könnt. Oh Mann, ey. Warte mal, ich sag ihm mal... Ich weck ihn mal auf. Geh. Ich weck ihn mal auf. Er soll mal jetzt weitergehen hier, bitte. Weil das ist mir jetzt gerade hier ein bisschen zu unangenehm. Irgendwie muss man doch...
irgendwann dem Onbu erweitern können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Zivilisation, die du aufbaust, auch später mit den neuen Forschungen auf den Rücken passt. Der Platz nimmt ja jetzt schon... Ja, naja, du musst halt andere Gebäude dann auch abreißen, tatsächlich. Also du musst halt zum Beispiel bei den Gebäuden, die musst du dann durch die neuen ersetzen. Also wenn du jetzt die Hütten ersetzt. Habe ich da mit den Zelten auch so gemacht. Weil macht ja auch keinen Sinn, die Zelte zu behalten. Aber natürlich, ja, langfristig nimmt die Fläche halt zu. Also, die du brauchst halt, ne? Also, langfristig nimmt die Fläche, die du brauchst, zu. Das ist aber genau das, glaube ich, ist gewollt. Dass du eben nicht unendlich viel Fläche... Wie gesagt, es ist eine Analogie auf Menschheit und Planet. Auf dem Planeten haben wir auch nicht unendlich viel Platz. Das ist eine Kugel, die ist begrenzt in ihrem Platz. Irgendwann ist alles voll, irgendwann ist alles genutzt. Auch wenn das noch zugegebenermaßen mega lange dauert, ja, das wird immer sehr übertrieben dargestellt von der Umweltlobby, sage ich mal. Aber ja, prinzipiell, um mal jetzt diese Diskussion nicht anzufangen, prinzipiell ist es schon richtig, der Planet ist begrenzt, der Platz ist begrenzt und hier auf dem Onbu ist der Platz halt auch begrenzt. Onbu ist unser Planet, das ist quasi das Synonym für unseren Planeten, ja. Und insofern ist es kein Wunder, dass der Platz da halt auch begrenzt ist. Das ist schon so gewollt, glaube ich. So, ich würde sagen, wir gehen nach Süden. Onbu akzeptiert meinen Befehl, das ist schon mal gut. Weil ich möchte da zu diesen Giftpflanzen irgendwie nicht hin. Genau, man muss auch nicht unbedingt alles bauen. Man kann auch einfach nur sich auf die Dinge beschränken, die man unbedingt braucht. An Gebäuden, das geht auch. Und man kann natürlich auch den Platz managen so ein bisschen. Also du kannst ja, manche Sachen kannst du sowieso nur an bestimmten Stellen bauen. Zum Beispiel die Onbu-Einrichtungen, die kannst du ja nur entweder vorne bauen. Und auch teilweise nur einmal, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man einen zweiten Arzt haben kann, zweiten Onbu-Arzt. Auf jeden Fall, manche Sachen wie dieses Horn kannst du ja nur vorne bauen. So, da ist der Platz dafür schon mal definiert. So, und dann musst du da natürlich auch freilassen, darfst du da nicht keine Häuser und sowas hinbauen. Genau. Und Steinbrüche und sowas oder Steinmetze, das macht ja auch eh nur Sinn, wo auch Steine sind. Ja, also wo auch was abgebaut werden kann und so. Von daher, alles andere macht ja da gar keinen Sinn. Die Giftbelastung ist immer noch hoch. Onbu, warum Oh Gott, ist ja überall giftig da. Guckt euch das mal an. Ich glaube, wir müssen mal ganz dringend den Output an Kräutern mal ein bisschen steigern. So viel zum Thema, wir gehen unten lang. Ja, aber gut, ich meine, so kriegen wir wenigstens... Haben wir eigentlich schon umgestellt auf Rüben? Nee, haben wir gar nicht gemacht. Ich bin auch so ein schlauer Bär. Warte mal. Ich muss doch hier umstellen. Hier auf Rübensuppe. Wir laufen die ganze Zeit durch das Rübengebiet durch. Ah ja, und das Kaktusfeld muss ich auch umstellen, stimmt. Warte, Rübe. Muss ich auch Rüben draus machen. Also ist er der einzige seiner Art? Wie ist er denn entstanden? Sorry, ich hab das Intro verpasst. Ach, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht mehr. Ich mache mir aber ehrlich gesagt gerade weniger um den Onbu als einziger seiner Art Sorgen, sondern ehrlich gesagt, wenn ich die ganzen Vergiftungssymbole über den Köpfen sehe, mache ich mir ehrlich gesagt mehr Sorgen über meine Leute, die nämlich anscheinend gerade mega vergiftet sind. Und die Kräuter brauchen irgendwie gefühlt sehr lange, um nachzuwachsen. Ich glaube, wir müssen mal ganz, ganz dringend noch ein zweites Kräuterfeld bauen. Anscheinend reicht das nicht, was wir da bekommen. Aber jetzt kommt eben genau das zum Tragen. Der Platz ist eigentlich dafür gar nicht da. Hier vorne habe ich noch ein bisschen Platz. Und dann war es das so langsam mit Anbaufläche. Moment, da müssen wir jetzt mal gucken hier. Kräuter. Ist ja auch ein Bauernhof, ne? War das nicht auch ein Bauernhof? Nee. Moment, das ist ein anderes Gebäude. Was war denn das? Ah, hier, Kräutergarten, genau. Ja, müssen wir hier vorne bauen. Geht nicht anders. Aber wie gesagt, der Hunger ist eigentlich gar nicht so das Problem. Das Problem ist eher anders geartet, wenn ich mir die Blasensymbole so angucke. Und das wird auch nicht besser, vor allem mit der Vergiftung. Das wird jetzt eher noch schlimmer, wenn wir da weitergehen. Wir sind gerade hier wirklich im vergifteten Märchenwald gelandet irgendwie. Man, guckt euch das mal an. Was fehlt denn uns eigentlich so an Baumaterial? Und wir finden auch einfach nicht diesen letzten Wissenspunkt, um einfach jetzt mal weiter zu forschen, ne? Das ist auch geil. Okay, also Holz haben wir genug. Felsen können wir noch ein bisschen mehr gebrauchen. Steine. Also würde ich sagen, gehen wir mal hier zu einem so einem Gebirge und schicken mal einen Kundschafter hin. Wäre doch schön, wenn er sie erstmal einen anderen seiner Art trifft und sie sich irgendwie verbünden oder so. Ja, und dann sagt der eine Onbu zum anderen, warte mal, ich mach dir mal die Parasiten auf deinem Rücken weg. Und holt einmal aus mit dem Schwanz und streift einmal kräftig drüber so.
Und dann ist Game Over. Weil Game Over ist ja, wenn entweder die Zivilisation stirbt oder der Onbu. Von daher, ja. Momentan, ja, hier sind welche gestorben jetzt schon. Ist dem Gift erlegen. Wir haben gerade ein Massensterben an Menschen tatsächlich. Wo sind sie denn gestorben? Official Zero Follower ist dem Gift erlegen. Roman ist dem Gift. Ausgerechnet die Zuschauer auch noch. Aber was kann ich denn da jetzt machen? Ich meine, ich habe doch einen Arzt. Aber ich krieg nicht schnell genug die Kräuter hier an den Start. Na toll. Da müssen wir gleich mal neue Menschen aufnehmen. Immer das Gleiche mit Vergessbär. Das ist nicht das Essen das Problem, was ich vergessen habe, sondern das Problem ist das Gift. Glaub, wenn er sich hinlegt, ist er näher am Boden, wo das Gift ist. Ja, aber ich meine, hier in der Gegend ist halt generell viel Gift, ne? Das ist halt auch das Problem. Konsolen ist gestorben, Zuschauer ist gestorben. Jetzt sterben die ganzen Zuschauer hier. Einen zweiten Arzt. Nein, der Arzt hat keine Kräuter. Das ist nicht das Problem. Wir brauchen mehr Kräuter. Der hat nichts, um die Leute zu heilen. Da nützt es mir nichts, wenn ich jetzt noch einen Arzt hinstelle, der auch keine Kräuter hat, um Leute zu heilen. Das ist unlogisch. Wir müssen noch einen Kräutergarten bauen. Nicht noch einen Arzt. Dann habe ich irgendwann 100 Ärzte und keiner kann irgendwen heilen. Das bringt nichts. Wir haben große Probleme. Große Probleme. Mega große Probleme. Und das Problem wird immer größer. Mann, was ist denn da los jetzt hier? Was soll denn das? Onbu, geh mal bitte weiter jetzt. Sonst sterben die Leute alle reihenweise da hinten. Wir brauchen dringend mehr Kräuter. Los, geh, schnell. Lauf. Ah ja, ihr habt recht. Wenn er am Boden liegt, ist tatsächlich die Giftbelastung hoch. Und wenn er läuft, ist sie niedrig. Lauf, Onbu. Die Leute sterben alle wie die Fliegen. Sie sterben alle wie die Fliegen, meine lieben Freunde. Ein Lagerplatz nur für Kräuter. Ja, was bringt denn das, wenn wir sowieso keine Kräuter genug ernten? Die werden doch sofort wieder verbraucht. Da nützt doch der Lagerplatz nichts. Der nützt doch nichts. Außerdem ist das Gebäude selber ja schon der Lagerplatz. Die schaffen es ja dann ins Gebäude rein. Es hat ja 20 Stück. Selbst das Inventar ist ja nicht voll. Eins von 20. Weil das sofort weggelutscht wird. Vielleicht müssen wir den Onbu-Arzt einfach mal stilllegen. Aber warte mal. Nee, eigentlich müssen wir jetzt den Onbu auch schon wieder entgiften. Er hat nämlich auch schon wieder ganz schön viel. 30%. Ja, es geht nämlich auch vieles in den Onbu-Arzt rein. Ich glaube, dadurch, dass wir den Onbu-Arzt haben, haben wir nicht genug Kräuterkapazität für die anderen. Für die anderen Sachen, also für unsere Ärzte halt. Für die Menschenärzte. So, dann schnell, schnell, schnell. Wir müssen zusehen, wir müssen zusehen. Mach mal hier die Baumittelproduktion jetzt mal komplett aus. Wer hätte gedacht, dass es jetzt auf einmal stressig wird, ja? Wer hätte das gedacht? Weil sonst geht nämlich hier auch die Nahrung zur Neige. Die sind hier eh alle schon weggestorben. Okay, warte, 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 warte. Wir müssen hier da Leute reinkriegen. Warte, mach mal jetzt die Prio hoch. Prio hoch, Prio hoch. Okay. Oh, wir haben... Wie viel haben wir denn noch? Wir haben nur noch 46 Leute, Alter. Hier, mach mal hier gleich nochmal... Achso, der Onbu-Katapulter hat keine Angestellten. Ah, wir können nichts mehr machen. Wir können halt nichts mehr machen. Sie sterben alle. Oh Gott. Und dann kommt einfach der fette Moloch. Da ist Cthulhus Heimat, Alter. Guckt euch das mal an. Warte mal, ist das eine Ruine da? Nee. Ich brauche die Ruine. Ich brauche Werkzeug. Ich brauche alles. Ah, Mann. Ah, Mann. Erstmal einen Kräutertee trinken. Ja, genau. Sehr schön. Was läuft denn hier jetzt eigentlich noch? 38 Leute. Ich glaube, die sterben gleich alle. Sag mal, der Arzt muss doch trotzdem mal irgendwen heilen. Schnell den Onbu-Arzt pausieren. Schnell den Onbu-Arzt pausieren. Schnell pausieren. Wir müssen jetzt sämtliche Kräfte bündeln, um jetzt unsere eigenen Leute zu heilen. Ach du Schande, ey. Alle Kräuter rein in den normalen Kräuterdoktor. Das ist sonst... Sonst überleben wir die nächsten paar Schritte nicht mehr, ey. Die Bevölkerung hat sich gerade schon halbiert. Der Drops ist gelutscht. Die Bevölkerung hat sich halbiert, Mann. Halbiert. Verdammt nochmal. Der Drops ist aber noch nicht gelutscht. Solange wir die Leute, die jetzt noch aktiv sind, noch durchbringen,
Da wird ja auch noch Essen produziert und so und Wasser auch. Insofern, ja, das kriegen wir, glaube ich, trotzdem noch halbwegs durch. Ach du meine Güte, 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 was ist das denn für ein verseuchtes, sind wir hier in Tschernobyl, Alter, was ist das denn, das ist ein einziges Massensterben. Und man sieht nicht mal die Gräber. Normalerweise, beim letzten Mal hatte man immer die Gräber eigentlich noch gesehen, wo die gestorben sind. Ich glaube, wir müssen den... Boah! Vergiftete Luft erhöht die Giftigkeitsstufe. Wir brauchen unbedingt hier den Dekontaminski. Wir müssen mal ein paar Einrichtungen noch schließen, glaube ich. Ja gut, die sind eh schon leer. Der Hornbläser ist noch aktiv. Ich mach mal einen von den Kundschaftern noch zu. Wir brauchen die Dekontaminierer. Alter, da wachsen die hässlichen Ekelpflanzen da. Oh, ich sehe überhaupt nichts, Alter. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts mehr. Ich bin blind. Hier den AA-Sammler machen wir mal auch noch zu. Den können wir noch schließen. Den können wir noch schließen. Was können wir noch zumachen? Irgendwas müssen wir noch zumachen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Suppenküche hat auch nicht mehr genug Leute. Verdammt nochmal. Die Rüben werden nicht mehr gekocht. Onbu, lauf mal schneller, bitte. Lauf. Onbu akzeptiert deinen Befehl. Na, immerhin. Lauf mal schneller, lauf mal schneller. Oh, da ist eine Dings. Nein, jetzt habe ich den anderen Kundschafter deaktiviert. Aber wir haben noch 38 Leute. Es geht eigentlich noch. Und da ist ein mysteriöses Plateau direkt vor uns. Renn da bitte vorbei. Bleib da jetzt nicht liegen. Wir müssen uns entscheiden. Was? Ein totes Onbu. Wahrlich ein trauriger Anblick. Das hätte auch unser aller Schicksal sein können. Aber wir haben es geschafft zu überleben. Dank unserer... Hör auf, sowas zu sagen! Du callst es, Mann! Du callst es! Wir sollten etwas errichten, das an unser Fortbestehen erinnert. Nein! Wir sterben gerade alle! Du Pfosten! Ein Denkmal unserer Zusammenarbeit. Es könnte sogar eine gute Gelegenheit für mich sein, den Titel des Dorfvorstehers ein für alle Mal an dich abzutreten. Wir treten gleich alle ab, Mann. Wir treten gleich alle ab. Die Giftbelastung ist sehr hoch. Erwartet Entscheidung. Ach so. Tanz unter der heißen Sonne. Fragen Sie nach Obdach und bieten Ihnen etwas Wasser an. Eine Tanzparty. Lasst uns mitmachen. Es wäre wohl besser, sich nicht in das Ritual einzumischen. Lasst uns anderswo nach Ressourcen suchen. Was? Also auf der Suche nach Schutz vor der Sonne begeben sich die Kundschafter unter eine Klippe. Dort treffen sie auf einen Stamm, der ein Tanzritual... Eine Tanzparty, lasst uns... Das ist bestimmt irgendwie so ein Opferritual. Wenn du da mittanzt, dann wirst du dann geopfert. Nee, komm, wir geben denen Essen. Trinken, meine ich. Das ist genau das, wofür sie gebetet haben. Im Gegenzug bieten sie dir etwas zu essen an. Gott sei Dank, das kommt genau richtig, ey. Ohne Witz. Und dann gleich mal hier zum Schreien den Kundschafter schicken, sonst fange ich an zu schreien. Onbu, lauf bitte durch. Lauf bitte dran vorbei. Ach, das ist der tote Onbu. Der mysteriöse Felsen da. Krass. Der verwest da gerade. Deswegen stinkt das hier so. Oh Gott, bitte schlaf jetzt hier nicht. Ich sag's dir. Lauf einfach durch, bitte. Geh. Bitte lauf einfach erstmal normal weiter. Onbu gehend, Onbu geht. Es ist fast unmöglich zu atmen. Die Giftigkeitsstufe wurde erhöht. Ah, jetzt sind wir schon dran vorbei, glaube ich. Gott sei Dank, ey. Titanic-Prinzip. Lass die Kapelle spielen. Ja. So, was war jetzt eigentlich mit diesem Denkmal? Das habe ich jetzt nicht mitgeschnitten, weil ich so in Panik war. Irgendwas mit einem Denkmal. Ich soll irgendein Denkmal errichten. Ah, Überlebensdenkmal hier. Ja, genau, mit Glas und so. Da haben wir jetzt erst recht nichts. Nee, wir müssen erst mal schauen, dass wir jetzt diesen Forschungspunkt noch kriegen, damit wir die Schmiede machen können. Sonst haben wir ein Problem hier. Gottes Willen. Okay, Onbu ist müde. Warte, dann gebe ich jetzt den Befehl zum Schlafen. Oder das macht er wahrscheinlich eh selber gleich. Nicht, dass er hier umkippt noch. Warte, schlaf. Wir müssen jetzt hier schlafen. Geht nicht anders. Solange hier noch nicht wieder was Schlimmeres kommt... Müsste das eigentlich gehen? Oh Gott. Oh Gott. Da hinten ist ein Tornado noch, ey. Und da, was ist da? Eine Siedlung! Nein, kein Kundschafter verfügbar. Ich raste aus.
brauchen mehr Menschen jetzt wieder. Wir müssen Menschen in die Stadt wieder reinholen. Sonst läuft hier gar nichts mehr. Bitte sag mir, dass wir jetzt hier genug Kräuter bekommen, um die Menschen zu heilen. Hoffentlich. Einer ist untätig? Wie kann der eigentlich untätig sein, frage ich mich. Wie kann einer untätig sein? Ah, jetzt ist keiner mehr untätig. Okay. Wir müssen mal da diese Pflanzen entfernen, diese giftigen. Dazu sind eigentlich die Dekontaminierer gut. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Wandering Village. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu The Wandering Village, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.